Moin, da sind wir wieder. Neue Runde City Skylines 2, wieder im Dunkeln. 21 Uhr, mitten in der Nacht. Lass uns doch mal hier gucken, was hier eigentlich so ist. Biofuel gibt's hier. Stufe 2 hat das Ding. Wie sieht denn eigentlich hier das aus? Besteuerung. Wohnen. Da ist noch niemand da. Dienstleistung, warte mal, mach mal hier Besteuerung. Mach mal die ausgebildet. Lass mal auf 10. Mach mal hier eins höher noch. So. Wenn sie geschröpft. So, wir haben hier das letzte Mal das Postamt hingestellt. Dann müssen wir, brauchen wir auch mal Briefkästen. Jetzt mal eine ganz blöde Frage. Ich habe keine Briefkästen. Ja, jetzt aktuell. Wo fahren die jetzt hin? Von welchen Briefkästen holen die was da ab? Ziel Viktorstraße 63. Da gehen wir jetzt mal hin. So, da ist jetzt ein persönlicher Postdienst? Oder wie ist das zu verstehen? Weil wir haben keine Briefkästen. Die wollen wir nämlich eben erst mal installieren. Auch interessant, ne? Mann, Mann, Mann. Haben sie hier wieder fabriziert. So. Allzu viele Briefkästen brauchen wir hier ja nicht. So, du kriegst hier einen Brief. Mach das mal so. Briefkasten. Das ist doch Briefkasten. Ja, das ist ein Briefkasten. Briefkasten finden sie gar nicht so. Doch, finden sie. Du ein. Du ein. Ja, ihr müsst, bei mir müsst ihr halt ein bisschen laufen, ne? Bei mir müsste er laufen. So. So. Dafür kriegt ihr auf beiden Seiten einen Briefkasten. So. Wie sieht's denn hier aus? Da war ein Verbrechen. Du kriegst einen. Hier kommt einer hin. Hier kommt einer hin. Wir machen hier auch noch einen hin. Finden die nämlich toll. So, dann haben wir hier welche. Und zwar kommen wir auf die Seite, wo die Gebäude sind, hin. So. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie viel müssen die abholen? Hier ein hin, da ein hin. Und dann finden die das, weil es ja jetzt ein neuer Service, weil das ist eine Straße, ne? Da können wir doch hier auch einen hin machen. Geht der nicht, weil da jubeln sie nämlich nicht, ne? Da noch ein hin. Und hier ein hin, das ist eine Bushaltestelle. Was ist denn eigentlich mit der Industrie? Die Industrie braucht doch auch Briefkästen, oder nicht? Hier. So. Da noch einen hin. Und dann ist jetzt mal gut. Was war das eigentlich? Das war die Kommunikation, ne? Ja, das waren die Funkmasten. So, Dele. Jetzt gucken wir mal hier. Aktive Fahrzeuge. 16 von 20. Zwei sind in der Wartung. Das geht jetzt schon toll los. Gelagerte Post. 18.093. Ja. Wir nehmen jetzt aber gleich mal hier Dienstleistungen. Ja, wo fällt denn das drunter? Unter Kommunikation fällt das. Ihr werdet auf 74 gedrosselt. So, da haben wir das soweit. Was brauchen sie denn noch? Gewerbe und was ist denn das? Das war Wohnnachfrage mittlerer Dichte. Die habe ich doch aber eigentlich hier. Warte mal. Was bist denn du jetzt? Du warst. Ja, das ist nämlich dieses Gewerbe. Mittlere Dichte. Das ist hier das. Wohnhäuser mit mittlerer Dichte. Setzen wir jetzt mal da dazwischen. Und gucken mal, was das hier. Hier kommt ein größerer hin. Wird. So. Da hinten wird, da hinten habt ihr schon einen Ausblick auf den Stein-Dings das letzte Mal. So, dann lass die doch mal hier fabrizieren. So, wir sind so ziemlich immer bei plus minus null. Guckt mal. Aber er macht ja nichts. So, hier, hier qualmst du, hier qualmst. So, wir haben jetzt hier, wollen wir denn, da ist wieder das Industriegebiet. Also die mögen nicht wirklich, wisst ihr was. Ihr zieht jetzt aus da. Zack. Weil euer Gemaule geht mir nämlich mal auf den Senkel. Da ist halt jetzt grün.
Ne? Und gut ist, weil das Gewerbe malt nämlich nicht. Flup. Und da können wir doch hier. Kriegen wir denn da. Haben wir das. Ach, das war dieses. Das Taxi, die brauchen wir das noch? Eigentlich brauchen wir das jetzt nicht. Das brauchen wir eigentlich nicht. Das war ja bei Straßen, war das doch, ne? Hier und Park. Kleiner Parkplatz. Kommt er da rein? Nein, da kommt er nicht rein. Warte mal. Kleiner Parkplatz. Den machen wir dahin. So. Und dieses Viertel, nee, hier lassen wir das doch mal. Hier, da können sie durchlaufen. Warte mal, dann können wir doch hier nochmal. Ach, ich gehe mal. Warum machen sie das eigentlich hier hinten hin? So. Und. Zack. Gehen wir hier da. Was denn das? Was? Was war das denn jetzt eben? So. Und so. Können die hier hinten langlaufen? Warte, dann machen wir. Lass uns das doch mal hier auch. Dahin machen. Und dahin machen. Und hier machen wir einen Zebrastreifen hin. Volle Absicht. Aber eine Ampel, das ist ein Zebrastreifen, ihr Kollegen hier. Ein Zebrastreifen ist das. Eine Ampel wollen wir da aber nicht. Nein, wollen wir nicht. Alter. Hä? Wieso ist denn das eine Ampel, wenn ich die dann nicht haben will? Wegen diesem Übergang? Weil da müssen wir mal gucken, wie der Verkehr wird. Das müssen wir uns da mal anschauen. So, hier, $10 wird geparkt. Das macht ja nichts. Hier kommen diese Reihenhäuserchen hin. Und hier kommen nochmal die normalen hin. So, bitte. Da kommen doch mal die hin. Du warst doch hier. Ja. Und hier kommen die Reihenhäuser hin. Reihenhäuser, mittlere Dichte. Die fremden dahin. So, da haben wir schon mal ausgewiesen. Und dann passt das soweit. So, wie sieht es denn hier hinten aus? Können wir denn jetzt mal hier irgendwie gucken, dass wir hier mal weit, also eigentlich hier, wir müssten hier nochmal, das ist noch unser Wohnviertel, das ist das ruhige US-amerikanische Wohnviertel, dann machen wir jetzt mal das folgende, und zwar nehmen wir mal einen Kreisel und machen mal hier einen kleinen Kreisel hin. Ach, das geht nicht, der braucht eine Straße, ich wollte nämlich eben erst die... Gut, Achtung. Achtung, jetzt kommt ein Karton. Wir brauchen eine kleine Straße. Sowas. Gehen hier lang. Und, warte mal. 180. Gehen hier rum. Und gehen aber nicht da unten dran. Bleiben. Wir bleiben hier. Nicht da unten dran setzen. So. Dann brauchen wir hier einen Kreisel. Ja, mal einen kleinen. Zack, Wendehammer. Ja. Hier kommt auch noch mal einer hin. Dort aber eine Straße ohne Gehweg. Warte mal. So. Das ist die kleine Straße ohne Gehweg. So, hier rum. Und... Warte mal. Wo hatte ich denn den jetzt? Wie weit ist denn der hier vorgegangen? Nee. Nee, lassen wir erstmal. So. Die kleine Straße ohne Gehweg.
Hier kommt eine Verpackung hin. Und da kriegen wir den. Was kriegen wir denn hier? Ein Hundepark. Hier kommt ein Hundepark hin. Zack. Finden sie geil. So. Da der Hundepark. Gut, hier ist ja kein Gehweg. Der Hundepark hinkommt. So, wir kriegen jetzt hier nochmal den einfachen. Zwar kommst du, kann man hier ruhig füllen. Die kann man hier ruhig mal reinmachen. Hier wird halt nicht gelaufen, ne? Hier wird halt nicht. Da ist ein komischer Stein. So. So und so. Müssen wir mehr Bäume pflanzen hier. Da ist der Hundepark. Das war doch ein Hundepark, ne? Ja, Hundepark. Und kriegen wir denn hier, weil die dürfen da ja nicht. Na gut, die dürfen da nicht aufnehmen können, aber hier mal. Warte mal, da ist ein Hundepark. Und ein kleiner Park. Der Hundepark sieht komisch aus, oder? Der Hundepark sieht komisch aus. Braucht aber lang zum Bauen. Wir können jetzt hier nochmal. Die haben hier den Weg dran gemacht. Du bist so ein Reihenhäuschen, ne? Machen wir das auch nochmal so. Und hier. Aber nur so, so und so. Sind die Kleinen. Da kommen die Kleinen hin. Und dann haben wir nämlich hier, guck mal, wie das steigt. Wir haben die Personen. Was ist denn eigentlich hier mit euch jetzt schon wieder los? Wieso fällt denn das? Wir 1000 fällt. Wir haben aber eigentlich unsere Bevölkerung fällt. Warum denn das? Haben wir es übertrieben mit den Steuern? Sei mal her. Besteuerung. Mach das mal auf 13. Die auf 11. Die auf 12. Die sind immer noch 0. Okay. Passt. Jo. Wie sieht's denn hier aus? Das Ding nennen wir auch mal irgendwie. Und zwar kriegt er jetzt hier das verpasst. Nee. Was war denn das? Flächen? Nein, nein. Wo war denn das hier mit den Spezialgebäuden? Ja, Spezialgebäude können wir eigentlich auch nochmal irgendwie hinfriemeln. Hier war doch irgendwie. Wo ging der nochmal? Jetzt bin ich aber selbst hier überfragt. Also es ist halt manchmal Industriespazierung, Werkzeug, Bezirkserstellung, das ist es doch. So. Du bist ein Bezirk. Der geht bis hierhin. So. Birkenfurt, klingt komisch. Ist aber so. So, Birkenfurt. Auch du. Bremsschwellen, bewusster Energieverbrauch. Muss am Park, am Straßenrand Kohle zahlen. Und zwar 20. Und wir haben hier keine Parkplätze, ne? Hier ist es halt teuer. Hier muss halt bezahlt werden. Und dann können auch hier nochmal. Komm, mach hier nochmal, mach mal hier kleine hin. Hier machst du große hin. Hier machst du groß und da lässt es. Ja, die Hunde machen hier groß. So. Was ist jetzt mit ihm los? Hohe Miete. Ja, mein Gott, hier ist halt ruhig. Warte nur, bis die Straße, bis die Bahn da oben fertig haben wir eigentlich. Da fährt ein Bus. Müssen wir eigentlich busmäßig was ausbauen? Nö, eigentlich nicht, ne? Industrie wollen die wie blöd. Mann ey. Wie weit geht denn dieses Ding hier? Wo ist denn hier? Er hier? Kann man den Radius sehen? Sag mal her. Ja, da ist er.
Der geht hier rüber, da aber nicht. Ne? Hier kannst du auch nochmal Holz machen. Hier ist dieses Ding. Da haben wir, warte mal. Kriegen wir dann, warte mal, was ist denn, wenn wir die da reinfriemeln? Was ist denn, wenn wir das so machen? Gib mir mal eine normale Straße. Machst eine Kurve. Achso, wir müssen erstmal hier. So, dann. Macht er denn jetzt hier? Ich will das nicht so. Warte mal. Genau, so. Rum. So. Dann wird das nämlich auch noch Industrie. Wo war dieses Teil hier? Sag mal her. Dich brauche ich und dich brauche ich. Da ist es. Da können wir mit dem hier nochmal. Gehen auch hier wieder die normale Straße. Hier, wo dieses Ding so ist, gehen die hier runter. Und hier lang. Und da lang. So, Ampeln haben wir hier nicht, ne? Ne, aber hier müssen wir, glaube ich, dann busmäßig, müssen wir hier aber mal dann was tun, ne? Sonst wird das schlecht. Sag mal her, hier. Mach den mal dahin. Und den dahin. Hier nehmen, warte mal, nee, dann können wir ja hier das hier mit, ist ja hier neben der Mülldeponie. Kannst du ruhig hier dran machen. Mach das mal hier dran. Da lassen wir das mal. Und dann müssen wir mal gucken, wie voll das da wird. So, busmäßig. Brauchen wir denn hier einen Bus? Wie sieht's denn da überhaupt? Was ist denn das hier überhaupt? Ach, das ist, war der Untergrund, genau. Wie war denn das mit unserem Buslinie? Das war hier. Was haben wir denn hier? Wie sieht es denn eigentlich mit dem Buslinien aus? Wieso ist denn die... Das ist für eine blöde Farbe. Du bist jetzt grün, damit man die mal unterscheiden kann. So, wer geht denn hier hinten hin? Das waren die blauen, ne? Ja. So, blau. Kollege, du musst... kann man die ziehen? Die konnte man doch ziehen, ne? Mist. Wie war denn das? Gehen die nicht mehr zu ziehen? Wir tun mal eine Bushaltestelle machen. Flupp. Und da fährt er hier außen rum. So. Sind zwei Bushaltestellen. Richtig, richtig. Dann brauchen wir die Linie. Und dann nehmen wir die Linie 1. Gehen wir die. Die konnte man doch ziehen, oder nicht? Wieso gehen denn die nicht zu ziehen? Was habe ich denn hier? Zugewiesene Fahrzeuge 4, Ticketpreis. Okay, warte mal. Lass uns nochmal gucken. Wie war denn das? Buslinienwerkzeug. So, Buslinienwerkzeug. Zieh die Route, um einen neuen Wegpunkt hinzuzufügen. Sag ich doch. Worum war's? So, du von der rechten. Dahin. Und nicht, dass der nämlich jetzt hier vorbeifährt. Hält er da? Anscheinend schon, ne? So, und dann müssen wir mal gucken, wie das was wird. So, Industrie. Jetzt haben wir hier. Ich will ja mal draufklicken. Wohn, Frage nach mittlerer Dichte. Die mittlere Dichte, die haben wir doch irgendwo gehabt. Guck mal hier. Das ist doch geil, oder? Ey, mittendrin. Das sind ja trotzdem die teuren Häuser. Ja, was ist denn hier los? Ach so, wir brauchen eigentlich... Ja. Was macht er denn? Warte. Ja, Foto machen hier, du. ist das gesund?
Ich glaube nicht, ne? Ah, da ist er. Ja, gut. So ein Verkehrswartungsdings, warte mal, kann man eigentlich sehen, wie unsere Straßen aussehen? Parkplätze und Gebäude. Straßenzustand, schlecht, gut. Ups. Warum? Was heißt denn eigentlich Netzwerkfarbe? Ach so, die kann ich dann ausblenden, ne? Okay. Verkehr und Wetter sorgen dafür, dass sich der Straßenzustand mit der Zeit verschlechtert. Bei schlechtem Straßenzustand verlangsamt der Verkehr und erhöht die Chance auf Verkehrsunfälle. Also brauchen wir doch dieses komische Depot da. Warte mal. Wir haben morgens 9:55 Uhr. Lass uns doch mal gerade hier Tag, Nacht haben wir. Wenigstens ein bisschen anderes Licht. So. Es regnet doch sowieso dauernd. Wie war denn das? Wo ist denn dieses? Ich vergesse das nämlich, mein Mülldeponie. Das ist das hier. Ist das hier? Das ist das Taxi-Ding. Busstation, Busdepot. Alte Stellen. Ach, das haben wir noch gar nicht freigeschaltet, ne? Schnellstraßen. Wo waren das? War das die Instandhaltung? Große Parks, Sportpark, Pflege. Zug haben wir auch noch nicht. Polizei, Hauptquartier, Vize-Sozialamt, brauchen wir sozial Schwache. Haben wir nicht. Verbrennung, Krankenhaus, Strom, Schnellstraßen, Tiefparkplätze, erweiterter Straßendienst. Aber haben wir doch eigentlich. Oder nicht? Wo ist denn der Kram jetzt schon wieder? Was ist denn das hier eigentlich? Das war die Post. Ach, das war das. Das ist nicht zurück. Ach, das ist das Parkpflegeding. Busdepot, Busstation, Taxidepot. Was weißt jetzt du? Überdachter Taxistand und du bist ein Taxistand. Mülldeponie. Krematorien. Haben wir eigentlich genug Krematorien? Was ist denn das hier? Abwasseraufbereitungsanlage. Ja, schon 105.000 im Monat. Da weißt du aber auch Bescheid, du. Das müsste doch aber. Ach, hier hinten ist das, ne? Da. Straßenwartungsdepot. 27.000. Ein Depot für den Straßenwartungspersonal sowie Werkzeuge und Fahrzeuge. Die Straßenwartung umfasst Straßenreparatur. Schneeräumung. Ja, Schneeräumung haben wir hier nicht so viel. Lass uns das Ding mal benutzen. Den frieren wir jetzt hier hin. Frieden wir mal nicht. Was ist denn hier? Wieso kann ich jetzt zum Beispiel das Ding nicht da dran machen? Ja, weil es ist so schräg. Wisst ihr, was ich meine? Da, an diese Straße. Mann. Na, du kommst halt hier hinten hin, oder nicht? Weißt du, der will so komisch, will der da dran. Komm, da hinten kommst du hin. So. Straßendepot. Hier, aufpassen, dass es nicht zu. Oh Mann, ey. Warte mal. Können wir das mal hier irgendwie bügeln? Irgendwie so. Wir könnten das mal hier. Warte mal, ich gehe mal hier mit rechts. Kannst es nämlich hier ein Stück höher machen. Machen wir Landgewinnung. So. Was? Hier, Landgewinnung. Die Straße machen wir mal weg. So. Und damit das nicht zu künstlich aussieht, machen wir das so. Ja. Ja. Und da kommen die hier noch Bäumchen hin. Was ist denn jetzt überhaupt hier los? 4 aktive Fahrzeuge. 10 Angestellte. Haben wir wieder Arbeitsplätze. 10 Angestellte. Ein Fahrzeug ist. Weißt du, die ist gerade hingesetzt, ein Fahrzeug im Eimer. Ja. So. Da rücken sie los, die hat man nämlich noch nicht. Sieht doch gut aus hier, wie im Bitterfeld. Ja. So, jetzt haben wir nämlich hier auch diese Häuser, die nicht ständig hier abkacken. Das ist so ein kleines. Was bist denn du eigentlich? Oh Mann. Sieht natürlich dann hier nicht wirklich so prickelnd aus. Wir könnten aber hier. Ja. Was bist denn du eigentlich?
Wieso sieht man das eigentlich nicht? Wohnhäuser mit mittlerer Dichte. Wir können doch immer gewischtes, ja. Wohneignung schlecht. Warum? Lass sie doch mal dahin machen. Das sind die mit den Läden unten drunter. Ja, das sind die mit den Läden unten drunter. Und dann gucken wir mal. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.